Herzschlag der Zeit. Unter diesem Motto stand der Via Julia Augusta Konzertsommer 2014. Bereits seit 2003 findet in den Gemeinden Kötschach-Mauden, Dellach und Obertrauburg jeden Sommer diese kleine, aber feine Konzertreihe statt. Wir haben für den Via Julia Augusta Konzertsommer 2014 das Motto Herzschlag der Zeit gewählt. Auseinandersetzung mit dem Thema Zeit. Zeit und Musik, also die Zeit ist ein wesentliches Gestaltungselement in der Musik einerseits. Andererseits geht es darum, dass wir ja auch Musik präsentieren, die über 3, 4 Jahrhunderte geht und dass wir mit diesem Konzertprogramm einfach das Thema Zeit in unterschiedlichen Aspekten behandeln und ins Bewusstsein bringen. Heuer im Sommer hatten wir wieder höchst abwechslungsreiche Klangfarben. Jedes Konzert eine eigene Klangfarbe, jedes Konzert etwas völlig anderes. Es hat begonnen mit einem großen Orchester. Das ist etwas, was ich mir schon länger gewünscht habe, einfach einmal ein richtig schön großes Orchester hier auf die Bühne zu bringen. Dann hatten wir ein klassisches Streichquartett, also in der klassischen Streichquartettbesetzung. Dann ein Cello-Quartett mit Kontrabass, extra Cello. Eine weitere Klangfarbe war ein Klezmer-Ensemble. Das ist auch etwas, was wir hier in unserer Gegend so noch nie zu hören bekommen haben. Dann ein besonders ausgefallenes Instrument, die Bariton-Gambe, ein historisches Instrument aus der Zeit von Josef Haydn, das es auch eigentlich nicht mehr gibt. Und zu guter Letzt Brass, also Blasmusik. Thank you.
Das Landeskrankenhaus Laas fungiert seit einigen Jahren als Veranstaltungsort des Via Julia Augusta Konzertsommers. Konzerte in Laas, im Landeskrankenhaus Laas zu veranstalten, ist eine gewachsene Geschichte. Es hat schon vor ein paar Jahren damit begonnen, dass wir im Sinne dieses Gedankens der kulturellen Nahversorgung gesagt haben, Menschen, die im Krankenhaus sind, können nicht zum Konzert kommen, also bringen wir die schöne Musik zu ihnen. Und so hat es mehrere Jahre lang jedes Jahr immer ein kleines Hauskonzert gegeben für die Patienten und für die Mitarbeiter dort. Und in den letzten beiden Jahren haben wir eben mit der Krankenhausleitung beschlossen, daraus ein öffentliches Konzert zu machen. Und so kam es dann heuer zu diesem Auftritt von Extra Cello. Ja, für uns ist es als Landeskrankenhaus Laas ganz ein besonderes Ereignis, wenn die Via Julia Augusta alljährlich Station macht. Also wir freuen uns immer schon und bereiten uns immer schon vor, und es ist ein ganz besonderes Erlebnis für unsere Mitarbeiterinnen, Patienten und auch Besucher. Someday he'll come along, the man I love, and he'll be big and strong, the man I love, and when he comes my way, I'll do my best to make him stay. Das Landeskrankenhaus Laas bietet eine Bühne und Konzertkulisse, die wohl einzigartig ist. Ja, die Kulisse können wir natürlich tagtäglich beobachten. Wir haben da einen speziellen Blick, und es ist natürlich ganz was Tolles, wenn man kulturelle Veranstaltungen sozusagen vor einer so einer Kulisse präsentieren kann. Die Kulisse in Laas ist großartig. Ein Konzertsaal, der aus einem so tollen Gebirgspanorama besteht, das ist sicher was ganz Einzigartiges. Und die Krankenhausleitung hat wirklich mit großer Liebe zum Detail hier alles vorbereitet und diese Bühne gebaut und so dafür gesorgt, dass das Publikum nicht nur die Musik genießen kann, sondern auch die schöne Landschaft. Selbstverständlich haben wir geschaut, dass die Rahmenbedingungen passen, dass die Bühne passt, dass die Aufbauten sein, dass die Aufgänge und die Beleuchtung und alles technische Equipment vorhanden ist, damit sozusagen die Interpreten passendes Podium vorfinden. Und auf diesem Podium nahm am 16. Juli Extra Cello Platz. Als Gast haben die vier Musikerinnen den Bassisten Peter Herbert mitgebracht. Extra Cello ist eine ganz besondere Formation. Vier Celli, ein Streichquartett, vier Musikerinnen, Vollblutmusikerinnen, die für diese eigentlich ungewöhnliche Besetzung einfach Musik nehmen, die ihnen gefällt und die ihnen Freude macht, sie dann arrangieren und sie dann für ihre Besetzung spielen. Und Extra Cello ist, das war ein besonderes Extra auch bei uns in Laas, aufgetreten mit dem Kontrabassisten Peter Herbert, der einer der besten Jazzbassisten ist, die Österreich hat und der weltweit mit den großen Musikern auf der Bühne steht. Es ist der Krankenaufenthalt für einen Patienten eher eine belastende Zeit, und da sind wir natürlich immer bemüht, dass wir schauen,
Ablenkung zu bieten, sei es denn auch durch kulturelle und künstlerische Veranstaltungen. Kunst, Kultur und Umwelt sind ganz wesentliche Rahmenbedingungen für unser Krankenhaus. Wir sind ständig bemüht, das weiterzuentwickeln und ich glaube, wir sind da am richtigen Weg. In Dellach im Galltal begeisterte am 9. August Bozenprass das Publikum. Das Besondere am Bozenprass ist, dass sie eben Blechbläser sind grundsätzlich einmal und damit eigentlich nahe an dem, was in unserer Gegend jetzt so das traditionelle, die traditionellen Klanggewohnheiten oder Musikgewohnheiten sind. Es gibt ja bei uns sehr viel Blasmusik, Trachtenkapellen, Bläserensembles, die auch auf sehr hohem Niveau spielen, die aber ein anderes Repertoire haben. Und Bozenprass ist insofern speziell, als ihr Repertoire auch von Klassik bis Michael Jackson geht und die mit einer unglaublichen Spielfreude und klamaukig und mit Spaß auf der Bühne diese Musik präsentieren, die einfach ganz anders ist als das, was wir hier so als Blasmusik gewohnt sind.